So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute war morgen also wirklich schwierig zu überlegen, was mache ich jetzt heute für ein Thema, was soll ich für ein Thema ansprechen. Ja, die Überlegung war zum Beispiel, dass ich ein Video mache über die CDU-Politikerin und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner heißt sie ja. Ja, vielleicht habt ihr ja mitbekommen, dass sie jetzt härtere Strafen fordert für Tierschützer, die in Ställen einbrechen. Ja, also manche Sachen von Menschen sind so unglaublich, so unfassbar, ja, dass man es gar nicht anders beschreiben kann. Aber das Video verschiebe ich jetzt auf einmal mal und ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich frauenfeindlich bin, weil jetzt müsste ich schon wieder gegen eine Frau die Stimme erheben. Ja. Aber mein Gott, auch wenn das weibliche Geschlecht halt nur Scheiße labert auf gut Deutsch, da muss man halt was dagegen sagen. Ja, da muss man es halt machen. Aber trotzdem werde ich das Thema auf jeden Fall mal auf Eis legen, weil ich dachte habe, mal heute ist Pfingsten und heute ist ein Feiertag. Und es soll halt nicht ein Tag sein, wo ich der Verurteilung oder Beurteilung, wie man es auch nennen will, ja. Ich habe ja jetzt vor kurzem die Videos gemacht, Antwortvideo von Jennifer Glassen, nee, Entschuldigung, Jennifer Carlson, Carlson heißt sie ja, Carlson, ja, alter Schwede, ja, die erzählt in dem Video, dass sie mal spirituell war und nee, ja, spirituell war und dann jetzt zu Gott gefunden hat und zu Jesus. Das ist ja eigentlich nicht schlecht, aber es lässt irgendwie den Eindruck, dass sie doch in einer bibeltreuen Sekte, einer bibeltreuen Sekte geraten ist. Übrigens, ihr wisst, wie die heißt: Von New Age zu Jesus, Lüge der Spiritualität und Esoterik hin zu Gott und Jesus. Ja, das war das Video. Also von New Age zu Jesus, Lüge der Spiritualität und Esoterik hin zu Gott, mein Erfahrungsbericht von Jennifer Carlson. Ja, da habe ich ja zwei Antwortvideos gemacht und ja, auf jeden Fall, heute möchte ich mal jetzt ein Dankesvideo nochmal machen und auch über allgemeine Themen sprechen. Also ich möchte mal vor allem die Leute danken, die mir geholfen haben, den Kanal hochzubringen und vor allem, allen voran, den YouTuber Methode, den Christian, den ich kennengelernt habe, ja, über YouTube und sich eine super Freundschaft entwickelt hat, mit einem super Kontakt und der jetzt auch in große Schwierigkeiten steckt auch und ich bete für ihn und lasst uns alle für ihn beten, dass er diese Schwierigkeiten bewältigt und auch, dass er Kraft hat, diese Aufgaben, die ihm vom Universum gestellt wurden, auch zu bewältigen. Und ja, auch für seine Mutter, der es jetzt nicht so gut geht. Ja, manchmal ist es auch so, dass ich vielleicht mal zeitlang viel nimm und nicht viel geben kann. Ja, aber ich werde dann nie vergessen, wer mir hilft. Ja, deswegen so mache ich heute ein Dankesvideo. Also alle voran YouTuber Methode, den Christian, dass er mir so viele gute Tipps gegeben hat, dass mein Kanal jetzt wächst und immer weiter wächst. Das habe ich vieles ihm zu verdanken. Dann möchte ich Marco Hümer danken, dass er mit seinen Videos wirklich mein Bewusstsein echt extrem erweitert hat, dass er mir auch geholfen hat, Astralreisen zu lernen, dass er mich überhaupt auf den Geschmack gebracht hat, auf Astralreisen, was auch wiederum mein Bewusstsein sehr, sehr erweitert hat. Dann möchte ich Neil Donald Walsh danken für das Buch Gespräche mit Gott, was auch ein Quantensprung war in meiner Bewusstseinsentwicklung. Ja. Und so möchte ich auch allen spirituellen Lehrern danken, Jesus, Buddha, ja, von jedem spirituellen Lehrer kann man was lernen und ja, ich möchte einfach allen danken, die mich unterstützt haben, auch YouTuber, allen Leuten, die meinen Kanal abonniert haben, ja, die mir helfen. Dann möchte ich vor allem auch danken den Spendern. Ja, es hat mir jemand mal 5 Euro gespendet und jetzt vor kurzem wieder 10 Euro. Ja, ich bin um jeden Euro und jeden Cent dankbar. Das wird investiert für bessere Videos mit besserer Qualität. Dann kommt eine neue, bessere Kamera. Dann mache ich eine richtige Videokamera. Das filme ich jetzt gerade mit einer Handykamera, die sehr gut ist, muss man sagen. Also
Aber mit dem Videokamera kann man halt noch bessere Qualität erzeugen und vor allem brauche ich ein Mikro, weil dann kann ich auch mal am Computer filmen, dann kann ich auch Effekte einbringen und so weiter, mit Schnittprogrammen arbeiten. Habe ich gerade momentan schlechter Ton, weil ich habe da jetzt bloß so ein kleines Mikro, das hat 1 Euro kostet und so dementsprechend ist auch die Qualität. Das ist dann natürlich Notmikro, könnte man sagen. Da könnte man Notvideos machen, ja. Aber ist ja eigentlich nicht so toll. Ja, also wie gesagt, deswegen spendet mir bitte, ja, unterstützt meinen Kanal. Ich kann auch dann auch Geld, zum Beispiel überschüssiges Geld, würde ich dann auch wieder meine Schriftstellerei investieren. Damit helfe ich mir sehr, dass ich meine Bestimmung finden kann, dass ich mich selbst verwirklichen kann, dass ich vom Jobcenter wegkomme, ja, was jetzt auch mein Ziel ist, weil das Jobcenter kann ich ganz schön auf den Sack gehen. Ich bin wieder sanktioniert worden, ja. Hab den Monat wieder weniger Geld, weil einfach mein Gott den Termin vergessen. So war der Grund, ja. Aber vielleicht auch bewusst, vielleicht habe ich auch gar keine Lust mehr innerlich. Innerlich, meine Seele sagt nein. Mein Verstand sagt ja, geh hin. Alle sagen, geh halt hin. Was? Sagt mein Verstand, aber meine Seele sagt, was soll ich denn immer jetzt gleich erzählen? Was will ich da eigentlich noch? Macht keinen Sinn für meine Weiterentwicklung und überhaupt, ja. Ja, was noch war, ich habe mich mit FF, dem Waldmenschen, also Schinkelbewegung, kann man sagen, versöhnt, wenn es Missverständnisse gab, also tut mir das leid. Wir haben uns telefoniert und es ist auch Möglichkeit, dass sie an dem Aussteigerprogramm von FF und auf der Realutopia-Wiese teilnehmen kann. Ja, die Tür steht offen. Ja. Ich habe hier noch ein paar Sachen zu erledigen und ich schaue vielleicht, dass sie dieses Angebot annehmen. Das wäre dann zum Beispiel Möglichkeit, vom Jobcenter wegzukommen. Ja. Wäre super Sache. Bestimmt gibt es dann auch noch weiterhin Möglichkeiten zum Filmen. Dann halt über seine Kamera, dass ich halt dann mit ihm zusammen dann Videos mache. Ja. Wer also auf jeden Fall braucht, so davon, keine Angst, ich gucke immer, dass ich Videos mache, dass immer, selbst wenn ich in der Obdachlosigkeit wäre, gucke ich, dass ich irgendwie vielleicht mit der Handykamera filme oder so, dass ich also da keine Bedenken habe, wegen dem Filmen. Ja. Strom und Internet, ich wollte die abstellen, das stimmt. Jetzt hat sich ein bisschen was anderes ergeben. Ich habe ein gutes Angebot gekriegt von dem Sohn von meinem Vermieter, der jetzt hier auch wohnt, der gesagt hat, wir können uns das Internet teilen. Und ja, deswegen, da ja, dadurch, dass ich Internet habe, auch am Computer, habe ich einen besseren Zugang zu meinem Kanal und kann viel mehr machen als jetzt wie bloß mit der Handy. Kamera, da kann man ja zum Beispiel nicht mit Thumbnails oder so, kannst du nicht arbeiten, das vergiss es, ja. Und deswegen ist das auf jeden Fall mit Strom und Internet abstellen auf jeden Fall zumindest mal auf Eis gelegt, ja. Ja, okay, das sind nochmal so Sachen. Also übrigens dann auch danke an FF von der Waldmensch für das Angebot, das ich wahrscheinlich auch nutzen werde. Ich muss hier noch ein paar Sachen erledigen und so. Und dann werde ich gucken. Und das ist mit Sicherheit auch ein Weg, wo ich mich spirituell weiterentwickeln kann. Ja. Okay, dann mal nochmal zur Jennifer Carlson. Ja, alter Schwede. Sag immer Carlson, klingt so schwedisch, dänisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Mit dieser ist eigentlich, sieht aus, so ein hübsches, intelligentes Frau, könnte man denken, ja. Aber ich denke einfach, sie ist da voll in die Fänge von einer bibeltreuen Sekte gelandet, so wenn ich mir das so anhöre. Und bei mir ist halt wirklich so, ich komme eigentlich aus der bibeltreuen Sekte und bin zur Spiritualität. Bei mir ist genauso, genau umgekehrt. Ich habe das Christliche voll drin gehabt. Falls sie das Video mal sieht, möchte ich mal fragen, was sie auch mal zu den als Frau sagt, zu den ganzen, wieder zu der Stellung der Frau in der Bibel, ja, wo sie mir halt die Frau sei dem Mann untertan. Und Paulus gesagt hat, ich erlaube einer Frau nicht, dass sie lehre. Ja. Also das heißt, in der Bibel, laut Bibel, hat die Frau die Schnauze zum Hals, da dürfte sie gar nicht solche Videos machen. Ja. Was sie dazu sagt, das habe ich jetzt noch ganz vergessen. Und ja, ich könnte ja eigentlich auch mal kommentieren. Ja. Vielleicht macht sie ein Antwortvideo, wäre natürlich ganz interessant. Ja, wäre natürlich super. Ich bin immer gesprächsbereit, ich habe gegen niemand was. Ja. Kann auch gar nicht haben, gar keinen Hass, auch nicht gegen Susanne Gegelange oder sonst jemand. Kann ich keinen Hass empfinden, weil das liegt mir fern. Ja, also ich sage halt nur, das, was die Inhalte sind, das kritisiere ich halt. Das finde ich halt nicht gut, was manche da von sich geben. Ja. Also, wenn es zum Beispiel sieht, die Julia Klöckner,
wenn die Landwirtschaftsministerin, natürlich kriegt man da erstmal einen Wut, wenn man sowas hört, dass sie nichts Besseres weiß, als jetzt gegen Tierschützer vorzugehen, wo genau jeder weiß, wie Tiere unendlich leiden in der Massentierhaltung. Ja. Und jetzt meint er auch noch, man müsste die Stalleinbrüche stärker bestrafen. Ja. Das ist wichtig, was die Tierschützer machen, dass man das aufdeckt, diese kriminelle Verhalten von diesen Massentierhaltern. Das ist unendliches Leid, das bringt ganz schlechtes Karma für uns alle. Ja. Und es wird da böse gestraft. Und übrigens, die Julia Klöcker, die Landwirtschaftsministerin, die schaut dafür, dass man Selbstversorger, gibt es auch Pläne, versteuert. Also wir reden hier vom Apfel, der im eigenen Garten wächst, den man sich zur Bunde führt, dass der versteuert wird. Ja. Unglaublich, für mich unfassbar, dass man jetzt diese Lebensmittelquelle, die da wäre, wenn Notkrise wäre, wenn es mal irgendwie eine Krise gibt in Deutschland, dass irgendwie mal, keine Ahnung, eine Lebensmittelkrise entsteht oder so, oder Krieg oder sonst was, dass man das dann auch noch abschneidet und kaputt macht, ja, weil dann rentiert sich ja nicht mehr, Selbstversorgung zu betreiben, weil wer jetzt kann das nur zahlen, ja, oder das macht ja gar keinen Sinn mehr. Also, das ist schon Wahnsinn, das ist schon, aber ich habe trotzdem keinen Hass, ja, aber ich denke mal, hey, boah. Ist das Bewusstsein unterentwickelt? Das gibt es gar nicht. Ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das wird auch bestraft. Ja. Aber dazu mache ich dann nochmal ein eigenes Video. Okay. Ja, wie gesagt, nochmal Dank an alle, jeden, der mir geholfen hat. Das soll jetzt eigentlich wirklich so also allgemeine Themen, wie es jetzt gerade Stand der Dinge ist. Und ja, kommt auch wieder Videos über Jobcenter. Spiritualität, Astralreisen, bin ich dran. Ja, wird es immer wieder Videos geben. Ja, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch alle ein wunderschönes Pfingsten und gute Zeit. Abonniert meinen Kanal, teilt meine Videos und dann würde ich sagen, macht es gut und bis bald.